Gut, treffen Sie den Zug, gehen Sie hinüber zu Bahnsteig 5. Okay. Das kriegen wir hin. Warum machen wir mal die Taschenlampe an? Noch ein weiter. Erste Hilfekasten kann man nochmal aufhängen. Wenn wir schon mal dabei sind. Und haben wir auch übrigens ein herzlich willkommen zum letzten Szenario von dem von der Route Rhein-Ruhr-Osten. Sprich, das ist das letzte Szenario. Willkommen im Wuppertal, warten Sie hier auf den frühen Morgenzug der S8 nach Hagen, wo ein Lokführerwechsel stattfinden soll. Zusätzlich ist zu beachten, dass das Gebiet für eine Schirmwarnung und kraftvolle starke Regenfälle und starker Wind schlagen auf das Gelände ein. Und es ist möglich, dass die umgebenden Strukturen beschädigt werden. Okay. Dann machen wir mal einen Lokführerwechsel. Ja, wie gesagt, letztes Szenario, sprich, danach geht's dem Fahrplanmodus entgegen. Wo war denn jetzt hier nochmal? Oh, das war hier. PZB und SIFA. Dann verriegeln wir die Türen. War das B? V war das. Meint. Erhöhen Sie den. Okay, ja. Wir wissen ja, wie man fährt. Spitzensignale, Signallichter. Passt. Man sieht einfach nur nichts. Ja, dann wollen wir mal, ne? Wollen wir mal Richtung Wuppertal unterbarmen? Puh. Das war knapp. Ziemlich dunkel, wie man sieht. Wir haben doch 5 vor 3. Wir sind, soweit ich weiß, einer der ersten Züge. Ich kann mich überhaupt täuschen. Der ist. Ach, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Können wir mal ein bisschen sanft beschleunigen. Wir müssen ja sowieso noch mehr oder weniger warten, bis die nächste Geschwindigkeit. Oh, wir müssen ja sowieso anhalten. Fangen wir erstmal so gerade auf. Den Bahnsteig sehen wir auch überhaupt nicht, ne? Ah, da haben wir den Bahnsteig. Ja, mal schauen, wie das Wetter so mitspielt. Ob wir dann noch Probleme bekommen. Wir können auf jeden Fall noch was hinhängen. Schauen wir uns kräftig im Bahnhof auch nochmal an. Und verriegeln die Türen. Oh, es geht aber zackig. Das war schnell raus. Dann wollen wir die Türen wieder zumachen.
Abfahrt Richtung Wuppertal Barmen. Wir haben noch einiges vor uns. Letzte Halt ist in Hagen Westerbauer. Auf jeden Fall wieder gut Punkte. Stimmt, wir müssen dann noch wegen mehr oder weniger Aquaplaning auf den Schienen achten. Da war ja was. Müssen wir natürlich auch erwarten, dass der Bremszug ein bisschen länger sein kann. Hoppala, fast den Bahnhof verpasst. Verpasste Bremsen. Dann verriegeln wir die Türen. Und es geht weiter Richtung Wuppertal Oberbarmen. Um 5 Uhr 9 sollen wir dort sein. Beziehungsweise halb vor 10 nach. Irgendwie gab es nicht so einen hellen Lichtstrahl. Nee, das war nicht hier. Okay. Wer meint. Obwohl man mich halt erstmal halt wirklich so gut wie nix sieht, ne? Okay, wir nehmen einfach mal einen hellen Lichtstrahl, das macht glaube ich schon Sinn. So, wo haben wir das nächste? Das wäre das nächste, genau den nächsten Magneten meinte ich eigentlich. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen zu stark in den Eisen gegangen, aber gut. Somit rollen wir halt noch angenehmer rein in den Bahnsteig. Türen. Nächster Halteportal Langerfeld in eine Minute. Das wird interessant. Noch so in der 60er Zone. Kommen wir aber gleich in die 120er rein. Gott, oh Gott. Vermutlich nach dem Gleisvorfeld hier werden wir noch ein paar Oh Gott. Wir werden vermutlich noch einige Wechsel vollziehen.
Oder vielleicht auch nicht, aber aufgrund des Bahnsteigvorfalls. Es ist einfach so gegeben, dass wir hier ein bisschen langsamer fahren. Gut, 120 bringt natürlich das auch eher wenig, da wir es gleich direkt schon halten müssen, aber so ist es halt im S-Bahn-Verkehr. Zeitlich gesehen könnte es natürlich besser sein. Aber das ist ja mittlerweile nichts Neues mehr. Wir sind wieder bei diesem schön hell beleuchteten Bahnsteig. Da war glaube ich was zum Aufhängen, oder? Da muss ich gleich mal nachgucken. Oh Gott. Hoppala, fast verpasst. So, zwei Sachen. Einmal den vierten Erste-Hilfe-Kasten. Und eine Streckenkarte und der Zeitplan ist wieder voll im Arsch. Versuchen wir mal mehr oder weniger die Zeit wieder rauszuholen. Was glaube ich nicht möglich ist. So erst recht nicht. So erst recht nicht, aber gut. Kann man nicht ändern. Es geht bergauf. Soll man noch ein bisschen Gegenschub geben? Ja gut. Und Schwellen West sind wir sogar doch noch relativ zeitnah. Wenn ich so auf die Uhr schaue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war sehr schön gebremst, würde ich fast behaupten. Wunderbar. Nächster Halt ist dann Schwelm um 5. Okay, um jetzt. What? Okay. Ich dachte, wir wären gar nicht so kacke gewesen, aber gut. Scheinbar schon. Rotes Signal. Aber ja.
ist interessant, da war das Szenario doch gar nicht mehr so schwer. Ja gut, das unberechtigte Befreien, das verstehe ich. Das ist natürlich richtig gewesen, dass ich mich. Also. Es war falsch, aber ja, es war richtig. Also. Ich habe mich unbefugt befreit. Das war der klassische O. Ich könnte mich befreien. Dings. Blinken. So gesehen. Es war unklug. Wunderbar, plus 500 Punkte, so will ich sehen. Dann steigen wir nochmal kurz aus und nehmen. Beziehungsweise hängen ein Schildchen hier auf, das Plakat. Und da, wo sie lange stehen, gucke ich nämlich nochmal kurz um. Mittlerweile haben wir auch wieder grünes Signal, wunderbar. Dann wollen wir mal langsam weiter. Nächster Halt. Gevelsberg West. In wenigen Sekunden. Werden wir nicht mehr schaffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sekunden den Scheibenwischer auszuschalten. Ist schon mal fest. Schon der ein oder andere Tunnel, durch den wir jetzt. Den wir jetzt durchqueren. So ist das, glaube ich, am besten formuliert, oder so wollte ich es formulieren. Schon eine schöne, angenehme Fahrt aktuell. Nichts zu machen, einfach nur ab und zu mal die Sichtbar betätigen. Als wenn wir gerade mit Tempomat fahren würden. Gut, der Tunnel wird wahrscheinlich auch nicht allzu lang sein. Ja, scheinbar schon. Ein etwas längerer Tunnel zumindest. Haben wir das Ende des Tunnels. Kann man den Scheinwerfer schon wieder anschalten. Ich wollte nicht noch mehr in Eisen gehen eigentlich, aber gut, haben wir es trotzdem getan.
Die ist aber gerade echt ziemlich lange Backup. Auf die Zeit brauchen wir sowieso nicht mehr achten. Die ist komplett im Arsch. Die werden wir auch nicht mehr einholen. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir echt ziemlich sicher, dass wir die nicht mehr einholen werden. Wir sind einfach zu bescheiden zum Teil angefahren. Haben dort echt viel Zeit liegen lassen aufgrund der ganzen Sammelobjekte. Vielleicht soll ich Sammelobjekte auch eher so auf dem Fahrplanmodus bedingsen, wobei das eigentlich auch irrelevant ist. Hoppala, dann öffnen wir die Tür und nehmen den Fahrplan noch mit. Ich meine natürlich die Streckenkarte mit Fahrplan und dann nehmen wir noch den ersten Hilfskasten und stocken den auf. Schließen wir die Türen. Oh ne, Moment. Also doch schon relativ weit, was das betrifft. Gut, nächste halt. Gevelsberg Kipp. Schon wieder weiterhin bergab, meine Güte. Das ist aber ein bisschen anstrengend hier gerade. Die ganze Zeit. Dass es die ganze Zeit nur noch bergab geht. Steht man ja schon wieder mehr auf der Bremse als sonst wo. Aber gut, hier nach dürfte es demnach hier wieder ein bisschen flotter vorangehen. Diesmal brauchen wir auch nicht aussteigen, wie ich es gesehen habe. Oder wie es ausschaut. Dann öffnen wir die Türen. Und lassen die Passagiere einsteigen. Dann geht es weiter nach Gevelsberg, Hauptbahnhof. Wie gesagt, den zeitlichen Aspekt brauchen wir gar nicht mehr beachten. Punkte fürs Halten bekommen wir noch ganz gut, halt das fürs Einsteigen, wenn wir halt wenig Punkte bekommen. Aufgrund der Verspätung. Denn die Passagiere sind über unseren Ankunft Dings um unsere Pünktlichkeit not amused. Über unsere Pünktlichkeit, so, meine Güte. Da gibt es doch was zum Aufhängen, aua. Ein Streckenplan, so. Was schon wieder Fahrplan sagen. Ja. 479 Punkte zum Anhalten. Ein anderer Zug hat berichtet, dass er gegen einen umgestürzten Baum geprallt ist. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeiten, die auf nicht mehr als 40 km pro Stunde. Fahren Sie vorsichtig einem Unfallort vorbei. Okay. Reduzieren Sie in der Nähe des Unfallorts. Sind wir sogar schon krass. Machen wir das mal.
Baum, den sieht man ja sowieso so schlecht. In der Dunkelheit. Da, war der da? Ich bin unsicher. Ah, der kommt jetzt sind wir in der Passage, ich verstehe. Ja, 1,4 Kilometer lange Passage, holy moly. Bin ja gespannt, ob wir den Baum sehen. Also in der Dunkelheit wahrscheinlich eher weniger. Oh. Nun gut. Passiert im Sturm. Hoffentlich ist keiner verletzt worden. Aufprall ist halt dementsprechend ein dehnbarer Begriff. Kann man andotzen und da kann man aber völlig reinknüppeln. Dürfen wir wahrscheinlich wieder die normale Reisegeschwindigkeit fahren. Dann halten wir mal in Gevelsberg knapp. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist war denn unser Endhaltpunkt? Wobei es kann natürlich sein, dass wir schon bald da sind. Wir haben schon mal was umgeleitet. Oh, die müssen einfach hier weiter stehen. Und stehen jetzt die ganze Zeit immer im Bahnhof rum. Ah, nicht perfekt, aber gut. Der sechste Erste-Hilfe-Kasten. Dann schließen wir die Türen. Und ja, nicht mehr allzu weit, noch zwei Halte, ne, ein Haltepunkt noch. Halten wir mal an der Endhaltestelle. Hagen Westerbauer. Zeitlich gesehen zu spät. Welch ein Wunder.
Wer konnte denn auch damit rechnen? Dass der die ganze Zeit stumpf bergab gehen muss, ey. Ist ja schon ein bisschen anstrengend. Dass man nicht mal einmal entspannen kann. Wenn man die Entspannung ausruhen lassen kann. Ich hoffe, wir müssen gleich nicht noch weiter. Ich habe nämlich irgendwie was gesehen, was ich gerne mitnehmen möchte. Und Spritten ist trotzdem teilweise echt ein bisschen knapp. Wegen des intensiven Wetters und anderen bereits in Schwierigkeiten befürchteten Zügen beenden Sie bitte den Dienst hier und warten auf weitere Anweisungen, während wir den Rest der Strecke aus Schäden untersuchen lassen. Wunderbar. Kriegen wir hin. Achievement unlocked. Rhein-Ruhr-Osten, Wupper-Wanderer. Okay. Nice, neues Level. Rhein-Ruhr-Osten, neues Level. BR422 und ein neues Level. Allgemein 33. Das Level haben wir mittlerweile. Ganz gut gehalten. Zeit benötigt 38,5 Minuten. Zurückgelegte Entfernung 21,73 Kilometer. Gegangene Entfernung fucking 1,4 Kilometer. Nur für diese Achievements, für die Sammelobjekte. Der Gesamtpunktzahl von 12.885 Punkten haben wir bekommen und dementsprechend eine Goldmedaille. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, das war das letzte Szenario von Rhein-Ruhr-Osten. Sprich, beim nächsten Mal werden wir Rhein-Ruhr-Osten dann den Fahrplanmodus uns random anschauen, so gesehen. Oder random befahren. So kann man es, glaube ich, besser bezeichnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Entweder von Rhein-Ruhr-Osten, Transim World oder im anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut.